So, was geht, Leute, mein Name lautet Danny Burnett. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es weiter mit Road to Commander. Und im letzten Part habe ich ziemlich reingeschissen. Deswegen habe ich mir jetzt Socken angezogen, mir Feuchtigkeitscreme auf mein Gesicht drauf gemacht. Und meinen Hosenstall aufgemacht. Und meine Gamer-Position werde ich auch gleich einnehmen. Deswegen müsste es diesmal eigentlich besser klappen. Ja. Wir warten erstmal, bis wir unseren Orbitalsatellit wieder haben. Denn dafür wird es demnächst auf jeden Fall Zeit. Und, ja, wir stellen uns erstmal eine Schrotflintenkaste, weil ich mal Lust habe, mit einer Schrotflinte zu spielen. Mit der wäre ganz... Oder? Wisst ihr was? Die ist ein bisschen skilliger, finde. Obwohl, die hat mehr mit Glück zu tun, aber YOLO. Jolonschke. Ah, Jolonschke! Gut, nehmen wir Hardliner mit. Zähigkeit und Extrembedingungen. Dazu eine Semtex und Handgranaten. Und, ja, wir werden mit der Waffe nur spielen, wenn wir eine richtige Map dafür finden. Ansonsten werden wir versuchen, für die FHL langsam Rotpunktvisier vielleicht zu schalten. Und das natürlich in einem Play for alle erstmal. Denn wir sind ja eigentlich gute Spieler, das wissen wir ja auch. Nur es gibt halt Momente, da regen wir uns halt ein bisschen auf, wie der andere Mensch, wenn es mal nicht so gut läuft. Gut. Ja, auf diese Map eine Schrotflinte zu nehmen, wäre Selbstmord. Deswegen nehmen wir erstmal die FHL. Rein und raus, ganz easy. Rein und raus, Mann, ist der pervers. Wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Werde angeschossen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Er ist unsichtbar. Er ist unsichtbar gewesen. Und er hat eine Skorpion. Easy, locker flockig. Danke für den freien Kill. Ich bin nicht so der Fell von der Fall. Wieso nicht? Hat eigentlich einen ganz bestimmten Grund, den ich auch schon einmal erwähnt habe. Weil ich Linkshänder bin und mit der rechten Hand schießen muss. Das ist eigentlich der einzige Grund. Drohne steht. Aber wenigstens haben wir eine Drohne. Drohne von links und von rechts. Ja, hier gewartet zu haben, war eine ganz schlaue Idee eigentlich. Die kommen jetzt beide von hier. Aber ich fühle mich einfach so. Diese Waffe ist einfach so ungemütlich, finde ich. Weil. Es ist einfach nicht mein Finger. Ich mag es nicht, mit der zu schießen. So, es gibt Leute, die können das richtig gut, so richtig schnell so, aber ich, Auf dem Weg zu ihrer Position. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Drei Feinde ausgeschaltet. Wow, eine Multikill habe ich gemacht, oder? Krass, Alter. Nice, Multikill, Alter. Multiabschuss. Easy, locker, flockig, Alter. Da ist einer. Da sind immer viele, kann das sein? Immer in dieser Ecke hier. Die machen Gangbang. Eine Gangbang-Party. Haha, ich hab den Kill bekommen, du Loser. Mist, scheiße. Habe ich den Hitmarker bekommen oder war das jetzt, weil ich ihn noch kurz getroffen habe? Nein! Lernen zu C4 zu werfen, Alter. Ich glaube, ich werde die Waffe auch nicht mehr nehmen, Leute, weil ich fühle mich damit nicht so wohl irgendwie. Also. Ich könnte natürlich die Einstellung jetzt für Linkshänder einmachen, aber. Dann würde ich die Waffe spielen, weil ich mit links richtig schnell bin. Okay, das. Hör auf, so pervers zu denken, Alter. Ja, natürlich kommt von hinten, Alter. Aber ich fühle mich mit der Waffe halt, wie gesagt, nicht so sicher irgendwie. Nein, es kann ja keiner von hinten kommen, ne? Ach, dieser Boden, Alter, ich hasse ihn einfach so sehr. Ich glaube, ich sollte lieber abends zocken. Abends bin ich definitiv besser. Ach, Gott. Ich will mich auch gar nicht aufregen oder so, was mir... Ich glaube, ich werde gleich sterbe ich noch einmal mit der Waffe, aber so richtig blöd mit der Waffe, wenn ich mit der sterbe. Weil ich aber nicht mit der spielen kann. Da werde ich auf jeden Fall mich bemühen, eine andere Waffe zu benutzen. Wo ist er? Boah, ich schwitze auch. Ich werde schon wieder so rot, Alter.
Die ist halt ultra stark, ne? Die ist halt ultra stark. Oh, ich muss die jetzt nehmen wegen der Tarnung. Sorry, ich muss die jetzt nehmen wegen der Tarnung. Ich liebe die Tarnung. Drohne erwartet Befehle. Drohne nähert sich. Wo sind die? Da ist einer. Aber mit der RPG ist das so einfach, ne? Weil die einfach so überpowered ist, diese Waffe. Diese Waffe ist einfach so leicht zu spielen, ne? So leicht zu... Naja, was heißt... Fernkampf ist sie auch nicht so leicht zu spielen, aber... Oh, meine Drohne ist leider weg. Scheiße. Okay, da gehe ich jetzt nicht lang, weil das wäre Selbstmord. Nein! Pisser! Ach, scheiße, jetzt habe ich wieder diese Waffe. Und mit der kann ich ja nicht spielen, wie ihr wisst. Ich kann ja auch mal so eine Challenge machen, so eine witzige. Ja, genau, ihr könnt mir durch Challenges in die Kommentare schreiben. Und zwar Challenges, wo drin steht, zum Beispiel, nach jedem Kill musst du die Waffe deines Gegners aufheben. Und sonst darfst du nur einen Kill mit deiner Secondary machen, zum Beispiel. Das wäre auch geil, so Challenges. Mist, da ist da hinten. Aber ich muss mich umdrehen, weil von hinten spawnen ja mal 10.000 Stück. Zum Beispiel so, also ich muss jetzt zum Beispiel den killen. Jetzt muss ich mit der Waffe jemand anderen killen. Und das scheint seine Lieblingswaffe zu sein. Und ich werde dort bei Skype angeschrieben. Bitte halt's Maul, Natascha. Melde dich bei deinen Sexproblemen später bei mir. Aber nicht jetzt. Ja, ich bin definitiv ein guter Spieler. Jetzt muss ich seine Waffe aufheben. Von hier kam der Schuss, oder? Ja, kam er. Jetzt muss ich seine Waffe aufheben. Sowas könnte ich machen. Das wäre ganz witzig. Wow, die Waffe ist ganz gut eigentlich mit Schalldämpfer. Habe ich noch nie überlegt, so Schalldämpfer aufzunehmen. Drohne steht bereit. Halt immer so abwechselnd, also nur damit ihr Bescheid wisst, was ich meine. Verbündete Drohne nähert sich. Wow, die habe ich geownt. Und er hatte dieselbe Waffe, deswegen kann ich die jetzt nicht aufheben. Ja, ich habe meine Lieblingswaffe. Nein, eigentlich nicht, aber die MP7 ist halt eine der besten Waffen im Spiel. Okay, wir haben gewonnen. Aber... Wie gesagt, mit der FFL ist einfach nicht so meine Stärke, muss ich ehrlich zugeben, muss ich ganz locker flockig sie aus der Hüfte sagen. Das ist mal eine Killcam. Die Leute sollten sich ein Beispiel dran nehmen. Diese Tarnung ist echt so geil, Alter. Ich liebe diese Tarnung. Echt richtig geil. Sieht so ein bisschen retro. Naja, das falsche Wort, aber keine Ahnung. Jolanschke. Level 26. Immun gegen Konterdrohnen und EMP. Nicht so nötig eigentlich. Schnellziehgriff. Ach man, ich würde die schon ja gerne nehmen, aber... Und die haben jetzt Rotpunktvisier freigeschaltet. Okay, wisst ihr was? Ich werde noch einmal damit spielen. Noch ein einziges Mal mit Rotpunktvisier, okay? Seid ihr damit einverstanden? Und übrigens, noch zwei Level, dann haben wir die S-Mine freigeschaltet. Und ich werde auf Carrier spielen, weil da diese Waffe eigentlich ziemlich gut drauf ist. Und wisst ihr was? Ich mache eine Zocker-Session für einen Tag lang, wo ich an einem Tag das durchzocken werde. Also jetzt bis Level 55. Also, übrigens, der ist Deutscher. Ah, das ist einer... Ich glaube, ich kenne diesen Amok-Clan, heißt der, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne die, glaube ich. Ah, nur vier Leute, ernsthaft? Ah, gut. Soll ich mir Tee machen? Weil, wenn ich zum Beispiel zwei Parts schon mache, wird meine Stimme immer so rau. Und, deswegen muss ich mal Tee trinken nebenbei. Ich glaube, im nächsten Part mache ich mir heißen Tee. Und dann lässt sich auf jeden Fall mal so eine 10 Stunden so aufnehmen, ne? Ja, auf jeden Fall, ihr mich auch. So, in der Zeit können wir ruhig unseren sexy Butt weitermachen. Warte mal, befindet sich die Poperze nicht höher? Ja, so ungefähr. Die Poperze, was für ein lustiger Name. Das sieht aus wie ein Bein, oder? Alter Schwede. Mist, das war falsch. Ja! Nee, warte mal. Die Titten sind ja nicht... Mist.
Scheiße. Ja gut, das ist ja ganz okay, oder? Ja, ist ganz okay. Duplizieren. Wo kann ich die duplizieren? Kopieren. Einfügen. Kann ich sie irgendwie, Na egal, es passt schon so. Ne, ich würde schon gerne, hier, wie nennt man das? Horizontal spiegeln. Aber ich weiß nicht genau wie. Konturflächen. Ah, ich mach erstmal. Ich speichere erstmal. Oder? Sieht so sexy aus, oder? Sieht ziemlich sexy aus, wenn das so. Ja, ist besser so. Nicht horizontal. Ich will es doch nicht horizontal spiegeln. Frei für alle. Los geht's. 4 Spieler nur. Vielleicht joinen ja ein paar Leute nach. Und dieser Garmok ist leider weg. Wir haben Abschussfreigabe. Ich bräuchte echt mal Ninja für Frei für alle, damit die mich nicht hören können. Das sind einfach zu wenige Leute, ich mag es gar nicht. Meistens mag ich es so mit 6 bis 8 Leuten, das ist perfekt. Ich finde es auch scheiße, dass du ein Frei für alle nur starten kann, wenn mindestens 8 Leute da sind. Boah, ich bin gerade mit meinen Gedanken so anders, irgendwo anders, ey, ne? Ich glaube, dieser Sinus 8, 7, 7, irgendwas, ist auch ein Deutscher. Und jetzt kommen langsam Leute rein. Gut, sehr gut. Wisst ihr was? Ich werde mich da hinten begeben, weil sich hier irgendwie keiner befindet, kein Plan. Ich bin hier so einsam. Keiner will mit mir spielen. Da ist einer, da ist einer. Ich werde jetzt einfach durch die Mitte rushen und alle einfach wegholen. Erster Kill, easy, locker, flockig aus der Hüfte. Danke für den kleinen Kill. Nein! Ich bin da total unzukonzentriert irgendwie. Kennt ihr das, wenn ihr unkonzentriert seid? Ich glaube, ich sollte abends spielen, ja. Ich glaube, ab jetzt spiele ich mal abends. So, ab 18 Uhr bin ich nicht konzentriert. Konzentration ist schon sehr wichtig im Fall für alle. Da ist einer, oder? Ich will da... Ja, da ist einer. Weil das Ding ist ja, ich will euch ja auch gutes Gameplay bieten, so, ne? Und wenn sowas passiert mit solchen scheiß überpowerten Waffen, ne? Die er spielt zum Beispiel. Dann geht das leider nicht so ganz. Was war das? Er ist einfach stehen geblieben, der Penner. Der ist da, der ist da. Diese Waffe auf dem PC ist wesentlich besser, muss man dazu übrigens auch sagen. Auf dem PC kann ich auch wesentlich schneller schießen. Hier spawnen sehr viele, also hier würde ich immer nachschauen. Vor allem, wenn ihr hier so patrouilliert in dieser Gegend. Immer schön nach unten schauen. Gleich wird einer hier unten spawnen, bin ich mir sicher. Oh, scheiße. Wo hab ich noch bekommen, Alter? Unser Sensor erfasst ihr Ziel. Da ist es immer gut, den Blitzschlag zu positionieren. Guter Schuss. Weil da immer Leute sind. Leider bekomme ich nicht so viele Punkte für... wenn ich jemanden kille mit dem Blitzschlag. Ist halt ein bisschen blöd, aber YOLO. Jolonski. Also entweder ihr solltet hier patrouillieren oder da ganz hinten. Gut, wir haben Tarnheli, was auf dieser Map ein Bonus ist, Alter. Hoffentlich wird er nicht rübergeschossen. Wenn nicht, dann haben wir gewonnen. Ich werde mich jetzt hier wegbegeben, weil hier wird es langweilig. Gut, der wollte mit dem Boden kuscheln. Der wollte den Boden ablecken. Mache ich auch immer, wenn ich nichts zu tun habe. Übrigens, hier hat Tarnheli einen Jackpot. Jetzt ohne Scheiß. Ich will halt auch nicht so oft sterben. Ihr wisst, ja, das Problem ist, ich verrate euch mal eins. Ich weiß zwar selber, dass die Spawns kennenzulernen das Wichtigste ist. Und die Spawns auswendig zu lernen, meine ich. Aber ich selber kenne die Spawns auch nicht alle auswendig. Ich habe immer so dieses, ja, da könnte einer jetzt sein, das Gefühl. Wenn ihr versteht. Aber so richtig wissen, wo die jetzt sind, weiß ich leider auch nicht. Aber ich sollte mich jetzt lieber in den Häusern umsehen, weil
Da mein Tarnheli jetzt alles von draußen erledigt, befindet sich zu 100% hier einer. Oder auch nicht. Alles wird gut, jeder ist mal auf Droge. Tarnheli macht einen easy locker flockigen Kill aus der Hüfte. Oder da kann sich auch immer einer befinden. Tarnheli, nein, verlass mich nicht! Bitte! Bleib hier! Nein, ich bin nicht ganz alleine. Ja gut, ist die sind ausgejoint, deswegen. Die haben den Schmerz nicht ausgehalten. Definitiv, ja. Die sind rausgejoint, Leute. Einfach nur rausgejoint. Rausgejoint, moin, moin. Boah, die ist so überpowered auf Fernkampfen, ne? Aber auch nur auf das, ey. Auf dem PC ist die übel gut. Am Mr. Godo Godo. Yeah. Am Mr. Godo Godo, baby, baby, yeah. Scheiße, der Typ, ey. Der hat mich voll easy locker flockig bekommen, Alter. Schon wieder! Ach, der hat die SKH, SKL. Ich will ihn killen, aber ich sterbe die ganze Zeit. Ich sollte mich lieber nicht mit ihm anlegen, oder? Da ist er wieder. Endlich habe ich ihn gekillt. Lass mich mal seine Waffe aufheben. Ich will unbedingt mit der spielen. Mit der SKL habe ich noch nicht so richtig ausprobiert irgendwie. Noch nicht so zum Ernst nehmen irgendwie. Vielleicht sollte ich die mal, mal ausprobieren. Scheint eine ziemlich gute Waffe zu sein, aber irgendwie benutzen die gar nicht so viele Leute. Boah, ich hatte so Lust auf einen Road to Command MW2, ne? Vor allem auf... Na Mist, ich wollte die Waffe ausprobieren, scheiße. Vor allem auf der Xbox gibt es auch nicht so viele Hacker. Boah, das war eine kurze Sniper, ja. Damit ich meine Sniping-Skills zeigen kann auf lower Empfindlichkeit. Wo ist er? Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe nicht meine Waffe gewechselt, weil ich Angst hatte. Mist, ich kann nicht... Wieso? Ich habe eine zu lower Empfindlichkeit, Alter. Scheiße. Oh, den haben wir bekommen. Easy locker flockig aus der Hüfte, ey. Okay, jetzt haben wir einen Schuss. Richtig skillig, ey. Mist, nicht geklappt. Alles klar. Er hat nicht mal... Wow. Auf jeden Fall sehr guter Treffer, ne? Respekt, Digga. Du bist der beste Spieler ever, den ich jemals gesehen habe. In meinem gesamten Leben. Da ist einer. Der Sinus 8 ist da, oder? Wo ist er denn nur? Mist, mein Auge juckt, mein Auge juckt. Warte kurz. Mist. Ich würde mich jetzt, ich würde dich echt gerne killen, aber das wäre Selbstmord. Das, was man jetzt machen muss, ist da kurz nachsehen. Und da kurz nachsehen. Ja. Woo. Easy. Ja, nicht erwartet, hä? Hättest du nicht erwartet, Alter. Gut, wir haben die Vector jetzt. Auch eine richtig coole Waffe. Vor allem mit diesem Aufsatz. Voll lustig sieht die aus. Lustigste Waffe ever. Easy. Danke für den freien Kill. Ich wusste, dass sie hier hochkommt. Ich wusste es. Es war so klar. Das war einfach eindeutig. Eindeutig. Marmeutig. Das tun wir so. Ich provoziere ein bisschen, indem ich ihn mit seiner Waffe, eigenen Waffe eine Kill mache. Das nenne ich mal eine Killcam. Und ein Emblem. Easy, locker, flockig, aus der Hüfte. Was reimt sich auf Hüfte? Und ich habe in meinem Badezimmer coole Düfte. Okay, jetzt hören wir auf damit mit dem Kinderkram und jetzt sind wir vernünftig.
Damit wir nicht zu kindisch rüberkommen. Die habe ich mit Level 31. M27, was? M27. Schon voll vergessen, Alter. Gut, wir werden mal wieder die Elsat benutzen. In diesem Spiel. Weil ich richtig Bock habe auf die Elsat, Melsat, Belsat. Okay, ich hör auf damit, sorry. Ja. Das ist es. Mit der Elsat Extrembedingungen zu nehmen, ist Selbstmord. Das, was ich euch empfehlen würde, ist mit der Elsat Gewandtheit mitzunehmen. Ist definitiv besser. Und wir spielen nochmal auf Carrier. Ernsthaft? Euer Ernst, Leute? Ihr seid doch auf Droge, Alter. Ah, ich hab hier Honig. Ey, denkt ihr, wenn ich Honig... Okay, das ist eine blöde Idee. Ich guck mal kurz, ja? Was? Warte mal. Warte. Alter, das hilft. Frei für alle. Ich habe nämlich damals gehört, und zwar hatte ich damals als kleines Kind Halsweh. Und dann habe ich, hat meine Oma mir damals gesagt, ja, du musst einfach ein bisschen Honig essen. Am besten so ganz normalen Honig einfach schlucken. Also nicht zu sehr kauen, einfach nur schlucken. Und den am Hals runterfließen lassen. Und dann stirbst du, genau, das hat sie gesagt. Peinlich, Alter, so peinlich, ne? Und jetzt habe ich das gemacht gerade. Gut, ich habe gerade gekaut, bisschen, aber jetzt fühle ich mich einfach wie neu geboren, wisst ihr was? Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin gar nicht mehr Danny. Ich bin Franco. Ich bin auch kein Franco mehr. Ich bin Frederico. Oh, mein Kill wurde geklaut, du Pisser. Ah, ich mag diesen Aufsatz nicht so. Ich nehme lieber das normale Visier. Und jetzt geht's mir wieder gut. Mein Hals tut gar nicht mehr weh. Nice, Alter. Respekt, Alter. Respekt, Alter. Für deinen 360, Alter. Du bist der beste Spieler ever. Hm, ja, auf jeden Fall. Komm von hinten. Wie du sonst immer tust. Ja, ich mag definitiv das normale, den normalen Aufsatz mehr. So bin ich zu blöd, Alter. Um zu zielen, ey. Unglaublich, Alter. Und Schalldämpfer für die Waffe, ganz wichtig. Und schneller zielen. Ganz, ganz wichtig, schneller zielen. Eines der wichtigsten Sachen. Ich würde echt mal gerne mit dieser Waffe mit schneller zielen spielen. Ich glaube, die wäre... viel besser! Aber ich habe halt immer, wenn ich die Waffen ohne die Aufsätze nicht mag, dann muss ich halt mit den Waffen erstmal zocken, um die Aufsätze freizuschalten. Deswegen bin ich, jetzt frage ich mich, ob ich Lust habe, mit der weiterzuspielen. Wo ist er? Wo ist er denn? Ach, da. Weil ich bin so schlecht gerade, ne? Ja. Ich hätte mich zuerst um ihn killen sollen. Da wäre aber die Frage gewesen, ob ich noch den Kill bekommen hätte. Warte, von wo kommt die Hunter-Killer-Drohne? Von hier, oder? Haha. Easy. Feindliche Vorräte unterwegs. Na, was haben wir denn hier? Sind das etwa Vorräte? Drohne erwartet Befehle. Die Drohne nähert sich. Blutbringer bereit zum Einsatz. Easy, locker plockig. Aus der Hüfte gehe ich durch die Stadt. Und töte ich. Mit so einem Ding muss ich mal durch die Stadt sein. Und jeder, der mich falsch anguckt, der kriegt einen aufs Maul. Drohne nähert sich. Spaß, Scherz, kleiner Spaß. Ich bin natürlich kein Mensch, der irgendwie anderen Menschen Schaden hinzufügt oder sowas. Oh mein Gott, wie schnell die sterben, Alter. Wie so Ameisen, wenn man auf die drauf tritt, sterben genauso schnell. Obwohl, mit Ameisen sollte man sich lieber nicht anlegen. Ich will nicht wissen, wie stark die wären, wenn sie so stark wären wie wir. Wenn sie groß wären wie wir, sorry. Weil Ameisen sind ultra stark für ihre Größe. Aber das wissen wir alle, haben wir alle im Biologieunterricht gelernt, ne? Easy, locker, flockig, danke für die freien Kills. It's really appreciated. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet.
Feindliche Fernlenkladung, soll ich jetzt Angst haben oder was? Feindliche Fernlenkladung. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Schade, dass meine Killstreaks sich dann. Dadurch nicht ein bisschen höher werden. Das ist halt so viel Spaß, Alter. Das müsste ich auch mal reinnehmen. Wisst ihr was, im nächsten Game nehme ich das Teil auch mal rein. Feindliche Drohne nähert sich. Das ist einfach so witzig, Alter. Weil die einfach so schnell sterben. Okay, der ist zu weit weg. Das ist so lustig, Alter. Ach ja, wie er es versucht. Er versucht, er versucht und er versucht. Immer und immer wieder. Und diese Waffe aufzuheben ist immer ziemlich cool, weil wir mit der wahrscheinlich noch einmal spielen werden. Denn, ja, genau, das wollte ich sagen. Weil die ist erst ab Level 55, also zum Schluss kriegt man die erst leider. Deswegen die aufzuheben lohnt sich auf jeden Fall. Da sind die alle. Ich will da nicht hingehen, weil ich ein bisschen Angst habe, aber. Hier Launch gehen. Mist, der läuft immer weg, Alter. Der läuft immer weg, Alter. Der ist am Weglaufen. Wie so ein Hase. Mann, ich will einen Kill damit machen. Ein Kill, komm schon. Nein! Oh, immer wenn ich die guten Waffen aufpicke, dann sterbe ich sofort damit, Alter. Ich werde sie. Oder? Ich meine, die denken jetzt alle, ich war hier die ganze Zeit. Aber die haben Angst, hier lang zu gehen, habe ich so das Gefühl. Keiner will mehr sich mit mir anlegen. Keiner will sich mehr mit mir anlegen. Ich bin ein zu gefährlicher Typ, definitiv. Nein! Ich habe den sogar noch gehört, diesen Penner. Easy locker flockig aus der Hüfte. Vielen Dank für den ganzen Kills. Da ist einer, oder? Ja, ich mache auch Party mit, siehst du? Ich will eine coole Killcam haben. Eine richtig geile Killcam, so eine komische irgendwie. So eine. Ich erstmal schwäche ich ihn und dann. Mist, nicht geklappt. Schade. Oh Mann, Alter, Danny, du bist echt wieder auf Droge, Alter. Ich sollte nicht zu sehr kiffen, ey. Nee, ich nehme lieber die Waffe, damit sie wissen, wer den letzten Kill gemacht hat. Der Boss höchstpersönlich. Ich sollte aber diesen, wie nennt man den nochmal? Todes-Dinger-Penis. Natürlich, komm doch gleich von hinten, Alter. Fürchte dich von mir, fürchte dich. Fürchte dich einfach, okay? Wusste, ich brauche den letzten Kill noch irgendwie. Ey, ich guck, das Emblem lenkt mich die ganze Zeit ab. Ich werde voll abgelenkt von diesem Emblem da unten. Okay. Ich werde heute Abend übrigens kochen. Das hilft auf jeden Fall. Auch wenn eine Party jetzt ein bisschen Überlänge haben wird. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Denn, ich hab voll Bock auf noch ein Game irgendwie. Aber mit der Schrotflinte eigentlich würde ich ganz gerne spielen. Aber dann haben wir die MSMC 28, eine richtig geile Waffe. Na, nicht, nee. Die würde ich gerne nehmen. Haben wir jetzt schon eine Klasse dafür gemacht? Nein? Ah doch, das ist sie, ja, okay. Gut. Mit der werde ich wahrscheinlich spielen, in der Runde. Aber auf dieser Map... Ah, wir spielen auf Zufall, mal sehen.
Ja, gut, sehr gut. Sehr gute Map für die Waffe. Nicht die beste. Allgemein, die Maps in Black Ops 2 sind nicht so gut für eine Schrotflinte, aber YOLO. Doch eine ist richtig geil. Aber wieso kommt der eigentlich nicht? Spaß, sorry. Sorry. Vergiss es einfach, okay? Vergiss es einfach. Tun wir so, als wäre nichts passiert, okay? Moment mal. Ich kann es ja einfach so schneiden. Tja. Dann werdet ihr nie erfahren, dass ich diese Grimasse gemacht habe, die ultra schwul aussah. Okay, los geht's. Free for all. Erledigt es. Erledigt es. So, easy locker flockig aus der Hüfte. Easy locker flockig aus der Hüfte. Ich brauche ein paar Aufsätze für die Waffe. Weil die nicht so gut ist ohne Aufsätze. Okay, ganz kurz, sorry, aber. Mist, ich wollte unbedingt mit dieser. Ich will unbedingt. Mit, ich habe irgendwie so Sehnsucht nach diesen Waffen irgendwie. Ich vermisse die alle so. Ich liebe sie, die Waffen. Ich liebe sie einfach. Ich wollte sie gerne flach legen. Und ihr sagen, dass sie meine Lieblingswaffe ist. Und jetzt dann meine Gefühle äußern. Ganz genau, das würde ich gerne tun, Alter. Man muss mit dieser Waffe echt einen neuen Spielstil entwickeln. Weil das zum Beispiel solche Leute, die so behindert und auf Droge sind, die kann man halt nicht mehr wegholen. Außer damit. Stimmt, wir haben ja noch eine Secondary. Ups. Na super, ich wusste, dass ich sterben werde. Easy locker, flockiger Tod. Nein! Shit. Das wird echt ein hartes Game mit dieser Schrotflinte. Weil diese Map doch nicht die beste ist für... für Schrotflinten. Aber YOLO. Ich bräuchte einen Lootpunkt, wie sie, dann würde es mir einfacher fallen. Komm schon, komm. Ja, scheiße. Denkt ihr, kommt der hoch? Ja, kommt der. Natürlich kommt er wieder hoch! Aus dieser, wenn ich auf, in dieser, ja, wenn ich in dieser Entfernung gekillt werde, dann ist es extrem scheiße, weil in dieser Entfernung habe ich nun mal die übelsten Vorteile. Deswegen ist es halt ziemlich Bullshit, wenn ich da sterbe, weil der Schrotflinte ist ja für Nahkampf gemacht. Wenn ich im Fernkampf sterbe, gut. Hm, auf jeden Fall, du nimmst auch Drohungen, ne? Klar. Ja! Bleib doch gleich da hinten, Alter! Ich muss echt mehr geduldiger werden mit dieser Schrotflinte. Natürlich! Ja, was denkst du, wer du bist? Ja, ich kann. Sorry, aber geht nicht. Natürlich! Ich kann. Ah, mit dieser Waffe kann ich nix! Das ist die falsche Map für diese Waffe. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. I don't care right now. Because I want to play with this gun. It's so awesome and cool. Ich will unbedingt jetzt damit spielen, um ein bisschen aufzuholen, weil ihr seht, ich bin am Übeltamp verlieren. Was ich mich anpisst, Alter. Feindlicher Blitzschlag steht bevor. Achtung. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ich würde so gerne aufholen, ne? Ja! Ich muss aufholen. Sorry, Leute, ich kann jetzt nicht. Ich will nicht mehr. Ich muss aufholen. Ja, so schnell wie möglich. Komm schon, Danny. Komm schon, Danny. Töte dich, töte dich. Nein, er macht viele Kills. Er macht viele Kills. Der Babo möchte gern, Spasti. Alter, hätte ich den nicht gekillt, ich hätte so geschrien, ne, weil ich schon einen fetten Mark auf ihn bekommen habe.
Die Waffe ist echt gut, Alter. MSMC, MSMC. Drohne erwartet Befehl. Sorry, Leute, aber... Ihr wisst, Alter, ich will unbedingt gewinnen. Ich hasse es zu verlieren. Auch wenn ich dafür schummeln muss. Mist, den hätte ich bekommen müssen. Hätte ich mich nur nicht so sehr bewegt, ey. Sterbe. Tschüss. Mist, der ist nicht tot. Denkt ihr, er weiß, dass ich hier lang gehe? Natürlich weiß er das nicht. Was weiß er überhaupt? Was? Ey, nein. Er führt schon wieder mit 7 Kills. Dieser Penner. Kann nicht spielen, Alter. Ich hätte locker gewonnen. Locker gewonnen. Vor allem immer die Leute mit diesen überpowerten Waffen. Unglaublich, Alter. Peinlich, peinlich, peinlich. 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 Okay, Leute. Ich glaube, in Zukunft werde ich dann auch, versuchen immer abends aufzunehmen, weil, wie gesagt, das Problem ist einfach, dass ich abends wesentlich besser bin. Und ja, ich bedanke mich trotzdem für zu Ende schauen für diesen Part. Bewerten und kommentieren. Nicht vergessen, abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Snickers Eis Crew Member zu werden. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao.